Hallo, herzlich willkommen YouTube bei Urban Commander Krieger und herzlich willkommen zu meinem Gamescom-Vlog. Ja, liebe Freunde, ich werde nicht auf die Gamescom gehen, aus mehreren Gründen. Es liegt unter anderem daran, dass ich in einem Monat eine Tauchsafari mit meinen Abonnenten machen möchte. Und ich möchte diese Tauchsafari wahrnehmen. Für meine Abonnenten, die diese Reise gebucht haben. Für meine Gesundheit und natürlich auch für die Leute, die, was weiß ich, keine Ahnung, zu mir kommen würden. Und ich glaube, wenn man die ganze Zeit jeden Tag irgendwie irgendwelche Leute irgendwie an der Seite stehen hat und sagt, hier ein Foto, da ein Foto, hier ein Foto, da ein Foto, hier ein Foto, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass man sich irgendwie infiziert und ich möchte nicht irgendwie als Superspreader oder irgendwas Ähnliches darstellen und habe mich daher entschieden, die Gamescom bewusst zu meiden. Auch, wie gesagt, weil ich halt gerne die Tauchreise machen möchte. Jetzt sind natürlich ein paar andere Leute auf die Gamescom gegangen. Und dort ist es heute zu einer kleinen Eskalation gekommen. Und das schauen wir uns einfach mal kurz an und reagieren da mal ganz kurz drauf. Es steht schon direkt irgendwie hier in irgendeiner Instagram-Story. Daraus ist das Ganze irgendwie kommentiert worden. Tanzverbotsfreundin bekommt Flasche von Orange Morange ab. Also erster Punkt, ich weiß gar nicht, ob seine Freundin ist. Ich habe die beiden mal in Düsseldorf kennengelernt. Also das heißt, wir wissen schon mal, Tanzverbot und Orange Morange sind irgendwie mit involviert. So. So, was haben wir? Also wir haben hier Tanzverbot. Dahinter, glaube ich. Da ist Lola, ich weiß gar nicht, wie ihr Twitch-Account jetzt gerade ad hoc heißt. Ich weiß nicht, wer das hier ist. Ich muss sagen, ich bin auch gar nicht großartig in dieser gesamten Szene drin. Ich weiß auch gar nicht, mit wem Tanzverbot sich da gerade jetzt... Wie soll ich sagen, wer er hier ist? Im grünen Shirt ist Edis. Ein GTA-Streamer. Edis, Taschen, grüß dich. So. Haben wir uns auch mal kennengelernt. Wunderbar. So. Erstmal, wo wir uns gerade befinden. Wir befinden uns hinter der. Also im Außengelände. Ich weiß gar nicht mehr, welche Halle das ist. Das ist da, wo die ganzen Biker und der ganze Zeug sind. Und, ja. Herr Newstime? Von der Front? Wahnsinn! Das ist halt, ist ja schon fast wie Spiegel TV, ne? Direkt erster Linie. Hinter Halle 8, genau. Also Tanzverbot regt sich angeblich auf, weil Orange Morange Casino-Streams macht. Das ist, glaube ich, so, ich glaube, die Kernaussage gewesen und geht da irgendwie um, was weiß ich, keine Ahnung, irgendwelche 20 Streams. Ja. Geh doch mal hier beiseite, Jung. Oh, wurde da jetzt gerade geschubst? Ich glaube eher, der eine hat den anderen angefasst und der hat die Hand weggeschlagen. Auf jeden Fall. Da muss ich auch sagen, das finde ich ganz, ganz schlimm, wenn hysterische Frauen bei sowas dabei sind. Ich meine, ich kenne es ja selber noch irgendwie so ein bisschen als, wie soll ich sagen? Aus meiner Türsteher-Szene, wenn irgendwo Frauen sind und hysterische Frauen, also Frauen, die sehr laut sind, sehr schrill sind oder auch vielleicht Alkohol getrunken haben, ist es sehr nervig. Weil erstens, dieses Schrille, dieses Kreischende, dieses Quietschende sorgt irgendwie dafür, dass man diese Szene als wesentlich dramatischer wahrnimmt. Erster Punkt. Der zweite Punkt ist, bei Männern kommt irgendwie so ein bisschen dieser Beschützerinstinkt hervor. Ich muss zeigen hier, ne? Ich muss irgendwie... Da greift einer mein Mädchen irgendwie an.
Ne, das ist halt schon mal der Punkt. Und Frauen sind, muss man auch einfach mal sagen, was das angeht, in der gesamten Szene asozialer. Frauen sind, was das angeht, einfach asozialer. Männer, ja gut, die hauen sich aufs Maul und. Aber die Frauen, die dann nochmal dazwischen gehen und irgendwie nochmal rumbrüllen und kreischen und alles Mögliche. Also ist so meine Erfahrung. Aber ich glaube, hier kam gerade auch, wir sehen jetzt, hier wurde nochmal die Hand weggeschlagen. Und jetzt wird erstmal die Mücke platt gehauen. Das fängt schon an hier. Ich weiß nicht, wer das ist. Keine Ahnung, wer sie ist. Ich bin, muss man ehrlich sagen, nicht jetzt groß in dem Streaming-Game drin, dass man sagt, okay, alles klar. Das passt irgendwie so, ne? Keine Ahnung. War das Kevin hier? Das ist Kevin da, ne? Da ist Kevin. Also Orange Morange. So, da haben wir Skowos. Eieieiei. Also, was ich gesehen habe, Orange Morange holt aus. Skowos auch vorne mit da drin. Er ist auch gut hier, ne? Er ist auch gut hier, ne? Und da bin ich echt froh, dass ich nicht mehr damit irgendwie, keine Ahnung. Herr Newstime auch mittendrin. So. Wir müssen ein bisschen weiter zurück. So, also wir haben den Punkt, dass sie hier schlägt. Sie fängt an, so ein bisschen zu schlagen. Dann kommt Orange Morange, hier ist groß. Dann, so wie ich das jetzt gerade gesehen habe, wenn ich das richtig gesehen habe, Lola steht irgendwie zwischen Tanzverbot und Orange Morange. Ja, genau. Kilian will irgendwie so hin und schubst ihn so nach dem Motto, ey, rede mal mit mir. So sehe ich das. So, da sieht man, wie der Kopf von Orange Morange zurückgeht, also so aus der Seitenperspektive so zuck. Was dafür schließen lässt, ne, wenn wir hier durchgucken, machen wir mal hier ein bisschen die, auch schön die Qualität, schön auf 360. Besten Dank fürs Aufnehmen. Der spuckt, wird gesagt, okay. Kilian hat gespuckt, wir gucken aber mal. Also Fakt ist, das ist auf jeden Fall ein Schubser. Also das ist auf jeden Fall, man sieht, wie der Kopf zurückgeht. Und das ist nicht, er geht nicht so zurück, also aus der Seitenperspektive, er geht nicht so zurück, sondern er geht wirklich so, der Kopf fällt zurück. Ist für mich auf jeden Fall eine Art Schubser. Aber man sieht auch da wird gespuckt. Also erst kommt der Schubser und dann der Spucker, da sieht man es hier. Daraufhin nimmt er den Becher. Also Orange Morange, den Becher, und ballert den oder wirft den auf Tanzverbot. Ob jetzt die Freundin die Flasche abbekommen hat, würde ich nicht sagen. So. So. Da haben wir Lola, die geht nicht zu Boden, hält sich aber den Kopf. Und wir sehen im Hintergrund Skowos. Die alte Bitcoin-Maschine ist auch noch mit dabei. Müssen die nicht eigentlich Casino streamen? Haben die nicht da irgendeinen Deal? Hallo? So, wir gehen nochmal zurück. Also, ich würde sagen, wenn ich das jetzt so analysiere, Kilian hat geschubst, dann gespuckt und kriegt dann irgendwie den Becher ab. Also man muss sagen, erstmal grundsätzlich, ganz ehrlich, von beiden Assi. Erster Punkt ist, anrotzen oder so geht gar nicht. Ey, ganz ehrlich, ich kenne Kilian und ein super wichtiger Punkt ist, ey, man kann das, was Orange Morange oder Skowos und so, was die machen,
kann man gut finden, kann man schlecht finden. Fakt ist, dass sie sich im erlaubten, legalen Raum bewegen. Punkt. Und ich sage ganz ehrlich, ob jetzt jemand für 20.000 Euro FIFA-Packs aufmacht oder ob jemand Casino bewirbt, ist meiner Meinung nach genau das Gleiche. Ist meine Meinung. So. Weil letztendlich ist alles eine gewisse Art und Weise eine Verherrlichung von Glücksspiel und dem ganzen Scheiß. Hinzu kommt genau das Gleiche, ob sich jetzt irgendwelche Mädels irgendwie halb angezogen dahinstellen. Lassen wir mal alles so stehen. Die streamen alle, sie verdienen ihr Geld damit. Und der Grund dafür, und das klingt jetzt ziemlich hart, der Grund dafür, dass das Ganze funktioniert, seid ihr. Das sind nicht die Streamer, ihr seid der Grund. Ihr bestimmt, was angesagt ist. Wenn ihr die Leute feiert, wenn ihr das Ganze guckt, verdienen diese Leute Geld. Das heißt, wenn ihr nicht wollt, dass Casino-Streams auf Twitch erfolgreich sind oder irgendwelche Titten-Streamerinnen oder irgendwelche, was weiß ich, Schlaf-Streams, dann schaut euch die Scheiße einfach nicht an. So, und damit könnt ihr bestimmen, was erfolgreich ist und was nicht. So, ihr wollt so einen asozialen Scheiß sehen, deswegen hat dieses Video hier auch wahrscheinlich mehr Aufrufe als die ganzen anderen Videos, weil ihr genau diese Reaktion sehen wollt. So, jetzt gucken wir uns diese Reaktion weiter an oder gucken wir uns den Scheiß nochmal an. So, wie gesagt, ich meine ganz ehrlich, auch von Tanzverbot sich jetzt dahinzustellen, warum machst du Casino-Streams? Ey, ganz ehrlich, er macht es halt, ich hab auch Casino-Streams gemacht, ich habe sogar im Casino gearbeitet. Und ich habe gesehen, wie Leute dort ihr letztes Geld quasi verspielt haben. Ja. So. Und ganz ehrlich, ihr seid alle schon mal an einem Typen vorbeigegangen oder viele von euch sind schon mal an einem Typen vorbeigegangen, der vielleicht eine Nadel im Arm hatte oder der drogenabhängig war. Ihr habt auch nicht gesagt, ey Junge, hör auf damit, lass es sein. Nee, ihr seid dran vorbeigegangen. Warum? Weil es euch meistens scheißegal ist. Ihr gebt ihm vielleicht mal irgendwie 2, 3, 5 Euro oder ein Monta auch mal ein 20. So, was macht er davon? Der holt sich davon auch irgendwie was, um sich da irgendwas reinzudrücken. So, und letztendlich muss man auch mal wirklich sagen, in einer gewissen Art und Weise ist jeder auch für sich selber verantwortlich. Ich wünsche es keinem, egal ob er drogensüchtig ist, alkoholsüchtig oder von irgendeiner anderen Scheiße betroffen ist, aber letztendlich bin ich dafür nicht verantwortlich, muss man auch einfach mal so sagen. So, jeder ist in einer gewissen Art und Weise als Glückes Schmied. Es gibt genug Möglichkeiten, www.checkdeinspiel.de beispielsweise. Wenn ihr spielsuchtaffin seid, könnt ihr euch gerne melden. Da könnt ihr gerne euch Hilfe suchen, professionelle Hilfe, die euch dabei hilft, da rauszukommen. Spielsucht ist ein richtiges Scheißthema. Ich bin selber sehr spielaffin, also ich mag es selber gerne zu spielen. Aber darum soll es jetzt hier nicht gehen. So, wir gehen mal weiter rein und gucken uns nochmal hier den ganzen Sabrali an. Du kannst halt nicht die, wir gehen noch nicht weiter rein. Ich wollte damals auch auf YouTube, wollte ich die YouTube-Polizei werden und habe gesagt, ey, ne, was ihr alle macht, ist nicht gut und so, ist nicht fein und pipapo. Und habe halt gesagt, ey, ne, macht mal vernünftigen Content und bla 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 bla. Ey, drauf geschissen, weil so viel Ratten wieder hochkommen, kannst du einfach gar nicht alle, fertig machen. So. Also erstmal, ne, dass sie hier rumklatscht, geht schon mal gar nicht. Ich weiß nicht, wer der Große hier ist. Man muss auf jeden Fall schon mal sagen, was geil ist, ist der Typ hier im Hellblauen, der direkt dazwischen geht und die Leute so ein bisschen beiseite schiebt. So, der geht wirklich hin und das ist wirklich, muss man wirklich mal sagen, das sagt man viel zu selten. Ich weiß nicht, wer der Typ im Hellblauen ist. Ey, vielen Dank, dass du dazwischen gegangen bist. Weil die ganzen anderen Spastis halten einfach nur ihr Handy hin und sagen, haha, ich möchte hier schön ein Video machen und das hochladen. Er ist der Einzige, der dazwischen geht. So, und eigentlich sind das hier Leute wie er hier, die mehrere 10.000, 20.000, vielleicht auch 100.000 Euro verdienen, sind eigentlich die Leute, die dazwischen gehen sollten. Aber nee, das sind die Asozialen, die sich da hinstellen und sagen, ey, willst du auf die Fresse oder was? Ja.
auch der Typ mit der Cappy. So, jetzt ist, nur mal so ganz kurz, um sowas deeskalieren zu bringen. Was ist jetzt das Wichtige? Einer müsste jetzt sich Lola schnappen und mit der irgendwo da hinten in eine Richtung. Und einer müsste sich Kilian schnappen und mit dem in die andere Richtung. Aber wir gucken uns mal weiter an. Man sieht halt sehr viele Leute, die grundsätzlich mit der gesamten Situation gerade überfordert sind. Die einfach da stehen, was ist hier gerade passiert? Oh, ich guck mal. So. Ich gerade hier von Captain Kiesgauer gemeldet. Da sind leider nicht alle Clips drin. Hast du noch einen Clip, dann schick ihn mir privat. So. Knossi trainiert hier, sehr schön. Auf jeden Fall besserer Sabuali. So, also grundsätzlich meiner Meinung nach der Punkt, ne, man sieht, Lola bekommt Becher ab, würde ich jetzt so nicht sagen. Sie hat auf jeden Fall irgendwie, was weiß ich, abgekriegt, ob es einfach nur irgendwie, was weiß ich, der Punkt war. Fakt ist einfach, dass dieses Verhalten von beiden Seiten, ich sage jetzt nicht, dass das Verhalten von Tanzi okay war oder das von Orange irgendwie in Ordnung ist. Nee, du whisperst mir nicht, Kiesgauer. So, erstmal Quacks, vielen Dank für deinen Resub. Vielen Dank. So. Also erstmal beider Punkt. Also der Punkt von beiden einfach grundsätzlich. Beide haben sich komplett meiner Meinung nach falsch verhalten. Geht absolut gar nicht, wie sie sich da verhalten haben. Ganz einfacher Punkt. So, jetzt haben wir die Sache hier noch. So, was haben wir hier? Mal abgesehen davon, dass Gewalt scheiße ist, sieht man in diesem Video, dass es Lola danach doch ganz gut genug ging, um Tanzi zurückzuhalten, bis Tanzi sie dann wegschubst und wie es auch mit dem Kopf auf den Boden gekommen ist. So, also jetzt ist Tanzi der Bösewicht, der sie geschubst hat. Das sieht man sehr gut in dem Video. Also ich habe jetzt, ich sehe, what the fuck? Kann man auch nicht langsamer machen, ne? Ich bin ja noch nicht.
hier am Ende anscheinend. Da schubst du ihn weg. Also war alles dabei. Herr Newstein war dabei. Mr. Trashpack, glaube ich, habe ich da kurz gesehen. Ja. Und ich sag's euch, wie es ist. Ich bin verdammt froh, dass ich nicht dabei war. Und ich sag ganz ehrlich, jetzt schreiben alle möglichen Leute Permabans und bla 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 und hast nicht gesehen. Guckt hier noch den Ausgangsclip an. Eigentlich müsstest du mir den nächstes Mal zuerst schicken, Kieskauer. Weißt du, ich frage Kieskauer eben, kannst du mir die alle in einer Reihenfolge schicken? Ja, kann ich. Guck dir die so an, ist eh scheißegal, wie du dir die anguckst. Den habe ich doch gerade geguckt. Den habe ich gerade geguckt, Kieskauer. Was ist hier? Das ist der Ausgangsclip. Ist auch schön, dass man sowas nicht direkt als erstes sieht. Danke, Kiesgauer, an dieser Stelle. So lost der Typ, ey. So, was haben wir hier? Also Casino hat deine Ehre verkauft, du dämlicher Hund. Wer bist du nicht? Hat der Hund gesagt? Also, um eine Ehre zu verkaufen, ne? Also einige Beleidigungen von Tanzverbots. Goros gibt da auch seinen Senf zurück. Ja, also was soll ich euch jetzt sagen dazu? Ne? Also das wäre schön gewesen, wenn wir das als erstes gesehen haben. Da denke ich mir halt jetzt, also ich könnte es verstehen, wenn Tanzverbot 5 Jahre lang spielsüchtig gewesen wäre, Haus und Hof verzockt hätte und auf einmal dann irgendwie so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, da irgendwie jetzt ein bisschen zornig ist. Wie Tanzverbot, die Gerechtigkeitstanze, ja genau. Also, wie gesagt, ihr bestimmt, was erfolgreich ist. Und Fakt ist, dass ein Skobos, dass ein Orange Morange damit sich richtig die Taschen fett voll verdienen, weil ihr das guckt. Ganz einfacher Punkt. Und nichts anderes. Naja, Tanzi kann man nicht alleine die Schuld geben. Wenn du halt hingehst und die Leute irgendwie, ja, ihr habt seine Seele verkauft, okay, kann ich noch verstehen. Wenn du dich da hinstellst und denen das ins Gesicht sagst, ey, ihr habt eure Seele für die Scheiße verkauft, okay. Wenn ich aber hingehe und sage, ey, du Hurensohn, dann kann ich da schon sagen, du fängst damit an. Er hat die Kritik falsch rübergebracht. Also, na, wenn du sagst, ja, du prostituierst dich, das sagen sie ja selber. Sie sagen es ja selber. Ne? Sie sagen es komplett selber. Aber hey, wenn man so mit seinen Casino-Partnern Werbung machen möchte und so, ey, alles cool. Alles cool. Ich meine, muss halt jedes Online-Casino selber wissen, ob man solche Kandidaten repräsentieren möchte. Ich
kann mal übrigens hier das hier auch mal wieder hier komplett schön machen. Ne, das ist halt. Ich habe heute noch zu einem Kollegen gesagt, dass Tipico nicht gleichzeitig auch noch eine Shisha-Bar aufmacht und abends noch eine Hip-Hop-Bar. Ja, ist auch alles. Also, wie gesagt, was soll ich euch dazu sagen? Ist halt einfach von allen Beteiligten, die abgesehen von diesem in dem hellblauen, und der hier in dem grünen, Edis hieß der, glaube ich, der versucht da noch ein bisschen, und der blaue, das sind diejenigen, die dazwischen gehen, oder auch hier der mit dem dunklen. Ja, er macht 20 Streams, ja. Und macht sich die Taschen voll. Ist sein Ding. Weißt du, um es mal anders zu sagen, er muss sich nicht vor Tanzverbot rechtfertigen, er muss sich nicht vor seinen Abonnenten rechtfertigen, er muss sich nur, wenn er in den Spiegel schaut, muss er sich vor sich selber rechtfertigen. Und vor seiner Familie. Wenn er das kann, alles okay. Meiner Meinung nach haben alle Parteien, bis auf die, ne, der in dem hellblauen, dieser Edis und der mit den dunklen Haaren und der Brille, alle richtig gehandelt. Selbst ein Herr Newstime oder ich glaube Mr. Trashpack hat noch ein bisschen versucht dazwischen zu gehen. Ein Schneehase. Weißt du, wenn jemand auf der Straße zu dir sagt, du bist ein Hurensohn. Ey, ganz ehrlich, wenn du Rückgrat hast und wenn du Courage hast, gehst du einfach dran vorbei, weil es dir scheißegal ist. Wenn du aus einem sozial schwachen Bereich kommst, sagst du, ey, was sagst du? Pipapo. Also jeder, der schlau ist, ignoriert es einfach. Weil, ey, ohne Scheiß, es ist doch scheißegal, was du über mich denkst. Wenn du sagst, ey, du bist dick, und du bist fett, dann sagst du mir das halt. Ja gut, dann ist das so. Wenn du mir sagst, was weiß ich, keine Ahnung, ich bin hässlich, ja, dann sagst du mir das. Dann ist das deine Meinung und die kannst du haben. Wenn du meinst, ey, was weiß ich, keine Ahnung, ich mach das und dieses und jenes, ja, dann ist das so. Vollkommen in Ordnung. Du kannst alles sagen. Du musst nur mit den Konsequenzen rechnen. Die Konsequenzen sind, wenn es zu heftig wird, gehe ich hin und zeig dich einfach nur an. Weil in so einem Staat leben wir. Wir haben ein Rechtssystem, wo wir halt nicht selber das Recht in die Hand nehmen dürfen. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und egal, ob du jemanden als Hurensohn betitelst, ob du jemanden anspuckst, ob du jemanden eine Faust gibst, egal was du machst, alles ist der absolute Fehler. Und damit verlierst du einfach nur. Und das ist meine Reaction zu dem ganzen Thema. Und ich muss sagen, ich kann verstehen, dass Leute über Casino-Streamer so negativ denken. Aber ich sag's nochmal, ihr da draußen seid diejenigen, die bestimmen, was sie gut finden und was scheiße ist. Und wenn ihr wollt, dass es keine Casino-Streams auf Twitch gibt, dann schaut es nicht. Dann redet nicht drüber, dann schenkt dem Ganzen keine Aufmerksamkeit. Schenkt dem Aufmerksamkeit, wo ihr wollt, dass diese Leute es verdient haben. Und nicht den Leuten, die diese Scheiße machen. Ihr bestimmt es. Ihr da draußen könnt es bestimmen. Nicht nur mit einem Sub, nicht nur mit einer Donation, sondern selbst mit eurem einzelnen Aufruf, selbst mit eurem Kommentar. Mit jedem Punkt könnt ihr es da draußen bestimmen. Ihr habt die Macht, nicht wir. Wir bestimmen nicht, was ihr sehen könnt. Wir reagieren nur drauf. Jeder von uns. Deswegen habe ich keine Klicks mehr, weil ich das mache, was ich machen will. Und deswegen hat dieses Video so viele Aufrufe, weil ihr diese Scheiße sehen wollt. In dem Sinne, gut Schuss, bis zum nächsten Mal, euer Commander Krieger.